Ja, hallo und willkommen zurück bei, jetzt wollte ich Star Wars sagen, wir sind nicht bei Star Wars, wir sind bei Dragon Age Inquisition und zwar in Kaer Oswin für die liebe Cassandra. Und Sera hat einen Löffel ab sich gerade, oder beziehungsweise kann einen Punkt verteilt kriegen. Dann gehen wir da mal hin. Automatischer Stufenaufstieg, bitteschön, mach das mal. Vivi hat nix, gut, okay. Wir sollten hier ein paar Sucher suchen, also wir suchen die Sucher. Mal schauen, ob wir die Finder der Sucher sind, weil, die sind ja verschwunden, nachdem die Templer übergelaufen sind zu den Dingsbumsen, hier den Magiern. Oswin, wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Naja. Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Absolut. Deine Meinung, meine Meinung. Und überhaupt, schauen wir mal. Nebenbei mal schauen, ob ihr irgendwo guckt. Da oben ist schon was. Schön, dass wir es direkt finden. So, 80 Gold, Vorreiterpanzerung, Stab. Ja, ja, schön. Kommen wir hier rein. Oh, Und einmal zum Boden stampfen. Ja, das war schnell. Was hätten wir? Nichts berührte Feststrickwolle. Okay. Offensichtlich, das war jetzt kein Sucher, glaube ich. Oder sind das Sucher? Hallo Leute, seid ihr Sucher? So, kommt mal her. Jo, tötet den Krieger. Genau, geht mal auf Cassie. Ist die schlauste Möglichkeit. Würde ich ja auch sofort machen. Auf den Tank gehen. Dafür ist der Tank ja da. Dass alle auf ihn hauen. Bom. Okay. Finde den Kerkerschlüssel und erkunde das Schloss. Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Ja. Wie sehen diese seltsamen Ansichten aus? Sie glauben, dass sie die Sucher sind. Die einzig wahren Sucher. Sie behaupten, wir hätten ihnen vor langer Zeit ihre Kräfte geraubt und so verhindert, dass sie das Ende der Welt herbeiführen. Das Ende der Welt? Die in ihren Augen einzige Möglichkeit, das Böse wahrhaftig auszurotten. Die Welt wird als Paradies neu geboren. Es ist kompletter Schwachsinn. Warum haben die Sucher sie nicht ausgelöscht? Das haben wir. Mehr als einmal. Aber nach einiger Zeit tauchen sie einfach wieder auf, wie Unkraut. Wie sie das schaffen, weiß niemand. Aha. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Corypheus. Mhm. Stimmt. So, irgendwas ist hier noch. Da hinten ein Deckchen. Unbearbeitete Haut, nehmen wir mal mit. Verheißer. Von denen habe ich vorher noch nie was gehört. Man kriegt immer Neues mit. Was denn? Achso, alles klar. Ich hing nur kurz gerade fest, deswegen habe ich mich gewundert, dass es nicht weitergeht. So, Krähe, Ring der Trennung, bla bla, lala. Alles Zeugs. Ja, ist da hinten noch was? Tatsächlich. Wird nicht mal angezeigt bei V. Jetzt. So, Verzauberrüstung, Langbogen, naja. Alles nichts, was uns großartig was nützt. Muss man bei Gelegenheit gucken. Ein toter Sucher. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Na, mit Sicherheit. Ich helfe da durchaus mit. Ah, hier geht's raus. Lalalala. Unten stehen welche rum. Solange die nur unten stehen, soll es mir recht sein. Komm mal her. Löffel ist. Ja, die sind ja schnell gemacht, ja. Und schwumm. Da, du auch. Komm, fall um hier. Mecker nicht. Ein Bogenschütze hat sich da hinten noch versteckt. Hatte sich versteckt. Hehe. So, da hätten wir hier ein bisschen was zu sammeln. Ein Hufschlüssel. Oh.
Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Du weißt aber schon, dass du gerade beschossen wirst. Erkennt Corypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Also hat Corypheus die Suche an diese Kultisten verkauft? Und die haben die Chance natürlich beim Schopf gepackt. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Obschon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Corypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Ihr klingt besorgt. Das bin ich. Die Sucher sind meine Familie. So, könnten wir uns jetzt mal um den doofen, wo ist er denn? Bogenschützen da kümmern. Na blöd, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Schießt die ganze Zeit auf uns. Wo kommen wir denn da hin? Wir unterhalten uns gemütlich und der ballert und ballert und ballert und ballert und dem fällt nichts besseres ein, als weiter zu ballern. Aber, ja, hat uns ja nicht stören lassen, wir haben uns trotzdem weiter unterhalten, wir sind voll cool. So, gucken wir mal. Ui. Na, ich schaue mich mal ein bisschen um hier, ich gehe erstmal hier hinten rein, bevor ich da in den Hof sozusagen weitergehe. Mal gucken, etwas zum Plündern. Vorreiterharnisch und ja, ein bisschen Gold. Tote Viecher. Da ist noch ein Sack. Also die, ja, die Sucher essen offensichtlich nicht so viel. Oder die Verheißer heißen sie ja. Die essen offensichtlich nicht so viel. Die haben ja ihr Schlachtvieh geschlachtet. Gehen wir noch auf der anderen Seite rein. Da ist was. Und zwar Kehlhaut. Und hier. Ein Jagdbogen und noch irgendwas anderes. Okay. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal ja, für Ordnung sorgen und ja, weiter aufräumen und uns nicht von Bogenschützen beschießen lassen. Das wird ja noch werden hier. Hier ist nichts. Hallo? Da muss ich wahrscheinlich... Ah, so, hier geht eine Treppe rauf. Ich glaube, das ist die Treppe, von der ich nicht herkomme. Nein, hier geht's rein. Alles klar. Eine Festung im Felsen sozusagen. Auch nicht schlecht. Gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Wenn die nicht von Bösen wimmeln würde, wäre es hier ganz nett. Guck mal. Sieht fast aus wie Cassie da auf dem Bild. Aber nur fast. So, was haben wir hier? Verheißer wieder mal. Und hüpp. So, hopp, hopp, hopp. So. Ah, diese blöden Schilde. Ich hasse Schilde. Ich hasse Schilde. Und hepp. Einmal nach unten. Mit euch hier auf dem Boden, da wo ihr hingehört. So. Auch hier so von hinten. Von hinten ist nicht. So. Okay. Das waren sie. Einmal plündern. Hat er mich doch tatsächlich angefallen ein bisschen. Gardisten der Roten Templer. Okay, hier hinten ist noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ich meine, wenn wir schon Verheißer haben, dann können wir die auch alle platt machen hier. Wenn es die Sucher nicht geschafft haben, die auszulöschen, dann mache ich das eben. So, da wisst das. Oh, hier haben wir was zum Lesen. Orden der flammenden Verheißung. Betrachten wir die Zeit, bla bla. Ihr könnt es lesen. Wenn ihr Pause drückt, ihr kennt das ja von mir, ich mache extra langsam durch. Aber wenn ich das hier alles durchlese, oh, oh, oh. So, nun gut, erkunde das Schloss. Das hatte ich vor. Gehe erstmal hier hoch. Ja, ich weiß, das Zeichen war in die andere Richtung, denn deswegen gehe ich ja hier hoch. Will ja so viel wie möglich mitnehmen. Hier hinten haben wir noch was. Eine rote Lyriumkiste mit einer schartigen Axt. Okay. Hier. Yeah. Kampfmarkt, ihr Kapuze, einen Plan wieder. Dann gehen wir mal hier in die Tür rein. Mal schauen, wo wir da rauskommen.
Vermutlich habe ich nur einfach nur die andere Seite gewählt. Okay. Daniel, könnt ihr mich hören? Cassandra? Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. Oh Mann. Können wir irgendetwas tun? Ich weiß es nicht. Dieses Ding in seinem Inneren. Der Lordsucher, ihr müsst ihn finden. Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Er hat uns hierher geschickt, einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Na. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Valroayo begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... hierher gekommen ist. Oh Mann. Cassandra. Das ist jetzt nicht die Zeit für Mitgefühl. Wartet. Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Tja. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Oh Mann. Er war mein Schüler. Und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lord Sucher Lucius aufspüren. Den Penner machen wir fertig, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein absoluter Verräter. Und wie gesagt, eigentlich... Ich bin jetzt voll sprachlos hier. Das kann eigentlich nicht sein, dass das so extremer Verräter... Gerade die Sucher, die ja eigentlich, sagen wir mal, resistent gegen Einflüsterungen und ähnliches sein sollten. Das heißt, da ist es eigentlich nochmal doppelt und dreifach abscheulich, dass der sich gerade gegen seine Leute gewendet hat. Naja, das wird er nicht mehr lange machen. Lucius machen wir platt. Mist, zack. So, Raureifstab nehmen wir mit. Huch. Und dann gehen wir mal hier hoch. Mal schauen, ob wir den Typen finden hier. Alles ein bisschen verfallen hier, aber okay. Gehört halt dazu. Hier ist nix. Was ist denn? Ach, da hinten. Hallo. Verheißer. Ich verheiße euch gleich. Oder noch besser, ich verheize euch. Bumm, da war er hin. So, hopp. Ja, machen wir einfach den da genau. Und den da auch. Das war's. Alles klar. Geht's hier hinten eigentlich runter? Jetzt nur mal Interesse halber, weil hier hinten ist so leicht abgelegen. Nee. Nix. Hier ist zu. Aber irgendwas ist hier. Ah, da auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ein paar Vorräte. Da. Einmal zum Plündern. Bisschen Kohle. Kann man immer nehmen. Und zwei Säckchen. Blaues Vitriol. Und nochmal Obsidian und ein paar Tiefenpilze. Ja, warum nicht? Warum nicht, wenn es kostenlos ist? Kann man es ja auch mitnehmen. So, die Typen haben nichts gedroppt. Oder nichts dagelassen, was wir hätten gebrauchen können. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir mal die Treppe hinauf. Diesen Lordsucher suchen und finden und vernichten.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Und zwar in der nächsten Folge, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.